oder andere kam natürlich mal her und hat darüber gesprochen, dass der Familie hat mich darauf nach dem Training heute tatsächlich angesprochen. Ansonsten hält sich alles gut im Fassen. Haben Sie aber mitgekriegt, dass Sie die Medaille gewonnen haben? Ja, auf jeden Fall. Ja, und was sagst du zur Mannschaft so insgesamt, zu den Jungs, die in der Kabine sitzen, alles in Ordnung? Ja, alles super. Ich denke mal, wir haben alle hier ein sehr, sehr positives Gefühl, sind froh über die Mannschaft, die wir haben und wir freuen uns, jetzt endlich angefangen zu haben. Wir freuen uns über die nächste Zeit. Ich denke mal, 2 Wochen ist das erste Spiel und ja, jetzt denke mal, wir stellen uns auch ein paar harte Tage vor. Harte Trainingstage, aber die uns dann auch für die Saison vorbereiten. Training, aber konntet ihr nicht erkennen, weil da kein Stadionsprecher dabei war oder so, sehen ja alle gleich aus. Okay. Wen hast du da gespielt? Ja, ich denke mal, heute war es noch nicht ganz so klar, weil wir haben ja einmal 4 gegen 4 gespielt und einmal 3 gegen 3. Heute Morgen, ich weiß nicht, ob man das ablesen konnte, ich hatte mit dem Ty Ronning, war ich in einer Reihe und mit dem Zach Deutscher. Ja. Es gibt gleich viele Variationen. Ja, ja, ja. Wie lief die Vorbereitung im Sommer? Was hast du schon angesprochen, war nicht so lange. Ich hatte erstmal nach der WM tatsächlich 2 Wochen nicht so viel Sport getrieben. Und danach ging es eigentlich wieder voll los. Ich weiß nicht, ob das 6, 7, 8 Wochen waren. Aber die habe ich genutzt. Ich habe jetzt auch noch die 4 bis 6 Wochen, bis dann das erste Testspiel entsteht. Ja, war das die erste Einheit oder hast du vorher können vom Meister? Ich würde tatsächlich gar nicht schon nur 1,5 Tage schon dieses Jahr. Aber auf dem Eis stand ich dann hier letzte Woche, ich war auch den Monat davor. Also, und dann war ich noch in Bayern tatsächlich unterwegs und hatte mit ein paar Skill-Coaches, Feldmanns-Trainern gearbeitet. Gewogen, vom Meister zu den Eisbären. Ich meine, Berlin ist eine schöne Stadt. Da hast du recht, da. Oh, es hat Eisbärenlied oder so, ne? Ja, genau. Also das habe ich ja auch beim ersten Interview gesagt. Das Lied hat natürlich auch mitgewirkt. Ne, irgendwann hat sich abgezeichnet, dass das ein bisschen auseinandergeht. Und ich denke mal, Interesse stand von beiden Seiten, von Berlin und von mir. Und dann war das relativ schnell klar für mich auch, dass das nach Berlin gehen wird und ich freue mich riesig. Ich glaube, die Argumente sind liegen klar auf der Hand. Man hat hier eine super Organisation vorzufinden, eine sehr schöne Stadt. Ich glaube, die Ansprüche sind identisch. Man möchte oben mitspielen, das ist auch mein Anspruch. Oder nicht nur oben mitspielen, ich glaube, alle wissen, was gemeint ist damit. Ich freue mich auf die Herausforderung. Welchen Stadtbezirk hast du für mich schon entdeckt? Deine Meinung? Ich glaube, das kann ich jetzt noch nicht ganz so sagen. Ich hoffe, dass Berlin wirklich eine sehr große Stadt ist. Und, ich habe jetzt nochmal angeschaut, also es ist ja wirklich bemerkenswert, was das für ein Unterschied ist von Berlin dann zu Hamburg, ist die zweitgrößte Stadt, auch von Einwohnern her. Deswegen, ich glaube, ich werde da schon einige Zeit brauchen, um das sagen zu können. Aber wo ich mich zurzeit aufgehalten habe, ist Berlin Mitte. Und ja, das ist recht nett. Und da kann man das gesehen. Ist die Eingewöhnung schneller, weil wir ja schon hier aus der Nationalmannschaft kennt und außerdem in der Mercedes-Benz Arena schon ein paar Mal gespielt hat. Ja, das hilft mit Sicherheit und speziell die Deutschen, das hast du angesprochen, die Nationalspieler, mit denen ich jetzt unterwegs war, aber auch ein Leon Bergmann und Eder kennt man natürlich von der Vergangenheit, hat man schon miteinander gespielt und natürlich auch jetzt die Ausländer, die hat man natürlich gegeneinander schon mal gespielt und das hilft einfach, dass man die Jungs schon kennt. Und ich muss auch sagen, das hat mich natürlich auch, das war ein Argument, auch hinzukommen. Und wen mich verlassen hast du als Junior schon gespielt? Mit Mannheim oder Köln? Mit beiden meine ich. Also ganz normal tatsächlich Köln, beziehungsweise bei Krefeld tatsächlich in der Jugend. Ich glaube, hier gibt es ein riesengroßes Familienteam, also das wird meine ersten Schritte hier auf dem Eis gewesen sein. Das kann dann schon gut 20 Jahre her sein. Und
das stimmt, was du mir erzählt hast am Telefon, dass du selbst in der Paul-Heise-Straße schon als... Okay. Als meiner Meinung nach, ich weiß nicht, hast du es recherchiert? Nee, ich bin mir, also ich war da jetzt, wo wir beim Training waren, und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir da einfach schon... Nee, ich glaube, da haben wir mal als Schüler oder so gespielt. Ja, als Schüler. Ja. Also kennst du alle Hallen in Berlin? Ich weiß, wenn das alle sind, dann... Alle sind sicher auch die wichtigsten. Die wichtigsten sind die Paul-Heise. Meine Hallstatt? Ja.